Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute schauen wir uns das Flugprofil des ersten Orbitalflugs des Starships von SpaceX an. Viel Spaß! Heute wird es Hardcore. Wir hatten letzte Woche besprochen, wo der erste Orbitalflug des Starships entlang gehen wird. Als Basis für die Fähigkeiten des Starships und des Super Heavy Boosters hatten wir INEA-Simulationen genommen. Für alle, die ein bisschen mehr Input brauchen, gibt es heute mal wieder eine richtige Hardcore-Technikfolge. Denn wir schauen uns diese Simulation mal im Detail an und besprechen die einzelnen Flugphasen. Das kann für den einen oder anderen etwas trocken wirken, lohnt sich aber, wenn man den Starship-Flug genauer verstehen möchte. Und keine Angst, ich spreche euch durch die Graphen und Tabellen durch. Du brauchst also kein Ingenieurstudium, um den Orbitflug zu verstehen. In der Folge heute gehen wir Schritt für Schritt durch den aktuellen Flugplan. Wir schauen uns an, welche Beschleunigungen auf das Starship wirken würden, wie der Booster wieder zurück zum Startplatz fliegt und hoffentlich landet. Und auch schauen wir uns an, wie die Beschleunigungen während des Wiedereintritts in der Erdatmosphäre aussehen könnten. Ja, wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Ja, INEA-Simulationen kennst du ja schon aus der Doppelfolge über die 5 Schwerlastraketen Saturn V, N1, Space Shuttle, Energia Buran und Starship Super Heavy. Hier haben wir unter anderem besprochen, wie das Schubgewichtsverhältnis mit dem Delta-V-Verbrauch zusammenhängt. Das FCC-Dokument, das wir bereits in der letzten Folge besprochen haben, also das, mit dem SpaceX die Nutzung von Funkfrequenzen bei der FCC für den anstehenden Testflug beantragt hat, dient uns als Grundlage für die im Folgenden besprochene Simulation. INEAS hat seine Simulation auf einen Booster angepasst, der 32 Kilometer, also 20 Meilen vor Boca Chica wieder im Meer landen soll. Ich würde jetzt mal annehmen, dass dafür ein Ponton genutzt wird, ähnlich zu den Drone-Chips, nur mit etwas mehr Landefläche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Booster mit den ganzen Triebwerken kampflos aufgeben wollen. Dafür sind die vielen Raptoren einfach zu schade. Immerhin gehen wir ja davon aus, dass Super Heavy 28 davon nutzt. Aktuelle Bilder aus Boca Chica zeigen auch schon die Verrohrung, die den Treibstoff zu den Triebwerken leiten sollen. Und wenn man diese zählt, deuten sich 28 Anschlüsse für die Raptor-Triebwerke an. Wenn dich interessiert, wo dieser erste Orbitalflug langführt, schau dir unbedingt den ersten Teil dieses Videos an. Da kannst du den Flug und die Länder, die überflogen werden sollen, verfolgen. Wie auch im letzten Video solltest du die vorgestellten Berechnungen zu diesem ersten Orbitalflug etwas mit Vorsicht genießen, da die Ausgangsdatenlage ja mit der Handvoll Flugdaten ja, doch sehr dürftig ist. Wir versuchen hier lediglich einen plausiblen Flug auf Basis der wenigen Informationen von Elons liebsten Zahlen zu schätzen. Nur zur Erinnerung hier nochmal die Daten aus dem FCC-File. In dem Dokument wird beschrieben, dass man von der Starbase in Texas starten wird und sich der Booster 170 Sekunden nach dem Start vom Starship trennt und dann zurück Richtung Küste fliegt. Ja, und dann 20 Meilen vor der Küste im Meer landet. Das sind 32 Kilometer. Starship hingegen wird die Straße von Florida überfliegen und ja, in dem Dokument heißt es weiter, dass das Starship dann auf einer Orbitalbahn fliegen wird, bevor es 100 Kilometer nördlich von Hawaii propulsiv weich im Meer landen soll. Also mit Bellyflop, so wie wir das aus Boca Chica schon kennen. Auf der letzten Seite des FCC-Dokuments hatten wir dann genug Details, um eine Simulation aufzubauen. Hier wurden uns Zeitangaben für Brennschluss, also MECO, für Main Engine Cutoff genannt. MECO des Boosters ist dann bei 169 Sekunden nach dem Start. Die Stufentrennung dann nach 171 Sekunden. Die Zündung des Starship-Triebwerks soll dann nach 176 Sekunden erfolgen und die Boosterlandung wäre dann 495 Sekunden nach dem Start. Der Brennschluss der zweiten Stufe hätten wir dann so bei 521 Sekunden. Die zweite Stufe, das ist ja in diesem Fall das Starship als Oberstufe. Weiter wissen wir mit der Zahl 5420 Sekunden, dass das Starship definitiv nur einen Umlauf um die Erde plant. Denn 90 Minuten ist die Zeit, mit der man einen niedrigen Erdorbit vollenden kann. Klar, Start und Landepunkt liegen weit auseinander, aber Start und Landung selbst finden ja nicht bei voller Geschwindigkeit statt, so dass trotz des unvollständigen Orbits die 90 Minuten sicherlich zusammenkommen können. Wie wir in unserem letzten Video vorgeschlagen haben, würde rein technisch eine Orbitalbahn eingestellt werden. Also eine Bahn, die zu einem vollständigen Orbit führt. Der Grund, warum der Orbit nicht vollendet wird, ist die Erdatmosphäre, die das Flugobjekt schon so doll bremst, dass das Perigeum, also der tiefste Punkt des Orbits, immer weiter absinkt, bis am Ende nur eine ballistische Flugbahn bleibt. Etwas anderes wäre eine rein ballistische Flugbahn, deren Bahn auch nach Brennschluss die Erde schneidet. Das ist hier nicht notwendig. Da finde ich persönlich die Bezeichnung Orbitalflug gerechtfertigt. Aber ich bin ja auch nur ein YouTuber, der Raketen cool findet. Das mit dem unvollständigen Orbit mag für manche jetzt ein bisschen enttäuschend sein. Oh, noch nicht mal ein ganzer Orbit. Grundsätzlich kann aber alles getestet werden, was man auch für einen Orbitalflug mit mehreren Umläufen bräuchte. Kommen wir aber erstmal zu den Annahmen, die wir für den Flug getroffen haben. INEAS ist in seiner Simulation davon ausgegangen, dass BN3 mit 28 Sea-Level Raptoren ausgestattet ist und SN20 dann nur mit 3 Sea-Level Raptoren fliegt. Wie kommen wir zu der Annahme für die Anzahl der Triebwerke?
Naja, dieser Flug ist ja hauptsächlich dafür gedacht, das System Booster plus Starship zu testen. Das heißt, wir haben keine Nutzlast bis auf vielleicht eine Dummy Payload von vielleicht 10 Tonnen. Wir erinnern uns, bei dem ersten Start der Falcon Heavy war das der Tesla Roadster von Elon Musk. Und ja, da das Starship keine nennenswerte Nutzlast befördern muss, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, das Starship mit extra Triebwerken auszustatten. Für alle Demonstrationsziele so eines Fluges, bis auf den Vakuumtest der Triebwerke, wären sie einfach nicht notwendig. Und da sehr viele Dinge bei diesem Flug zum ersten Mal getestet werden, geht die Überlebenswahrscheinlichkeit des Starships vermutlich gegen Null. Das wird wohl auch der Punkt sein, weswegen sich SpaceX entschieden hat, Starship, wenn es soweit kommt, nur soft im Meer zu landen. Die Landung halte ich für gut möglich, nur eine finale Zerstörung ist dennoch wahrscheinlich. Denn wenn ein 50 Meter hoher Edelstahltank umfällt, glaube ich persönlich eigentlich nicht daran, dass die dünne Haut das aushält. Wenn SN20 dadurch platzt, geht es wahrscheinlich auch unter. Sollte nicht wenigstens der untere Tank überleben. Aber auch ein Seewasserkontakt der Triebwerke kann eigentlich nicht gut sein. Zu der Landung im Wasser sage ich aber am Ende des Videos noch was. Da aktuell die Raptor-Produktion der limitierende Faktor bei der Produktion von Starships und Super Heavy Boostern zu sein scheint, glaube ich deshalb nicht, dass SpaceX auf diesen ersten Orbitalflug Vakuumraptoren einsetzt. Wäre einfach schade um die Triebwerke. Aber hey, wir reden von SpaceX, vielleicht kommt es ja auch ganz anders. Zu vakuumoptimierten Triebwerken mache ich nochmal ein ganz eigenes Video. Nur so kurz, da der Außendruck für Raketentriebwerke von dem Start bis in den Weltraum kontinuierlich abnimmt, macht es Sinn, Triebwerke, die im Vakuum des Weltraums arbeiten, auf diesen Zustand zu optimieren. Dadurch kann eine erhebliche Leistungssteigerung eines ansonsten gleichen Triebwerks erreicht werden. Ich drifte ab. Lass uns jetzt aber mal genauer auf unseren Senkrechtstarter-Flugplan für den ersten Starship-Orbitalflug schauen. Ausgangspunkt ist natürlich die Starbase in Boca Chica, Texas. Von hier geht der 120 Meter hohe Koloss aus Super Heavy Booster und Starship auf seinen ersten Orbitalflug. Mit 28 Sea-Level Raptors drückt der Booster bei seinem ersten Flug mit vermutlich etwa 60 Meganewton an Schub die über 4000 Tonnen schwere Rakete senkrecht nach oben. Aber Moment. Aufmerksame Beobachter der Entwicklung um das Starship werden vielleicht bemerkt haben, dass wir nicht von 5000 Tonnen reden, dem eigentlichen Zielgewicht der Super Heavy Starship Rakete. Wir gehen davon aus, dass dieser Prototyp vielleicht 10 Tonnen Testnutzlast mit sich führt. Deshalb braucht Starship auch nur circa die Hälfte an Treibstoff. Das macht die Rakete um rund 600 Tonnen leichter. Wie viel es dann am Ende genau sind, das bleibt mal abzuwarten. Bisher aber kennen wir noch nicht mal für die anderen Testflüge Werte für deren Abfluggewicht, geschweige denn deren Leermasse. Auch hier arbeiten wir nur mit verschiedenen Schätzungen, die die Raumfahrt-Community zusammengetragen hat. Ja, das müssen wir eigentlich mehr zelebrieren. Überall auf der Welt analysieren Nerds wie wir Paparazzi-Bilder von Prototypen und versuchen so die Technik zu entschlüsseln, die SpaceX benutzt. Und wie wir fiebern Millionen Menschen da draußen diesem Start entgegen. Raketen-Nerds aller Länder, vereinigt euch, wir brechen auf zu den Sternen. Schon in den ersten Sekunden des Starts werden gleich mehrere Rekorde aufgestellt werden. Zuerst natürlich der Rekord für die größte und schwerste Rakete, die je abgehoben ist. Vorher die Saturn V mit 3000 Tonnen. Dann mit 60 Meganewton der größte Schub, den je eine Rakete produziert hat. Vorher hatte die sowjetische N1 mit 46 Meganewton Schub diesen Rekord inne. Auch wenn die ja nie in den Weltraum geflogen ist. Um diese 60 Meganewton an Schub zu realisieren, gehen jede Sekunde über 18 Tonnen Treibstoff durch die 28 Raptor-Triebwerke. Um den Orbit mit einer Inklination von ca. 26,5 Grad anzusteuern, muss die Rakete gleich nach dem Start auf das Meer hinaus. Das stellt auch gleichzeitig sicher, dass das System bei einer Fehlfunktion direkt ins Meer stürzt und nicht auf bewohntes Gebiet. Wir gehen davon aus, dass die Neigung Richtung Meer spätestens 15 Sekunden nach dem Abheben erfolgt. Zwar wäre es besser, sofort leicht zu kippen, um Delta V zu sparen. Warum das so ist, das können wir mal detaillierter in einer Folge über Flugbahnoptimierung besprechen. Ja, aber hier senkrecht in die Höhe zu fliegen, verhindert, dass die Rakete Teile der Startrampe berührt und ja, sogar auch dafür, dass Abgas nur dahin ausgestoßen wird, wo es hin soll. Wir wollen ja nicht aus Versehen die Tankfarm wegpusten. Hier sehen wir die Beschleunigung des Starship über die Zeit. Die Delle in der Beschleunigung am Anfang deutet die Reduktion des maximalen aerodynamischen Drucks, dem Max-Q, an. Typische Werte sind hier 3 Tonnen pro Quadratmeter. Das haben wir aber versucht zu erreichen. Grob geschätzt sollte Max-Q bei rund 10 Kilometern Höhe und knapp 70 Sekunden nach dem Start erreicht werden. Würde es Super Heavy Vollgas geben, wären bei Max-Q über 5 Tonnen pro Quadratmeter drin. Das ist aber für viele Raketen zu viel. Würde man diese größeren Beschleunigungen auf dem Prototypenflug zulassen, gehen wir aber nicht auf die 169 Sekunden bei Miko, sondern würden Miko deutlich früher erreichen. Vermutlich will SpaceX das Vehikel schonen und auf Nummer sicher gehen. Das heißt, die Raptoren laufen nicht mit voller Leistung und sollen eine gewisse Menge an
ausgefallenen Triebwerken verkraften. Es könnte natürlich auch sein, dass der erste Booster gar nicht mit 28 Raptoren fliegt, sondern vielleicht mit 25. Wenn die Triebwerke des Boosters bei Miko abschalten, hat Super Heavy in unserem Modell noch über 500 Tonnen Treibstoff geladen. Fun Fact, eine Falcon 9 hat vollgetankt etwa 500 Tonnen Treibstoff. Beim Starship Booster wird dieser Treibstoff dann aber benötigt, um den Booster zurück bis kurz vor die Küste zu fliegen. Denn eigentlich ist die Flugrichtung bei Miko ja noch in Richtung Starship-Flugbahn. Die Stufentrennung erfolgt 171 Sekunden nach dem Start. Sollte dabei alles glatt gehen, zünden die drei Raptor-Triebwerken des Starship 176 Sekunden nach dem Start. Mit konstantem Schub, aber zunehmender Beschleunigung brennen die drei Sea-Level-Raptoren das Starship dann weiter in den Zielorbit. Es ist wie gesagt unsere Annahme, dass beim ersten Flug noch keine Vakuum-Raptoren zum Einsatz kommen, da sie für den Job noch nicht benötigt werden. Aber natürlich könnte man sie auf diesem Flug auch schon gut testen. Zu dem Graphen zurück, die Plateaus oben sind Bereiche, in denen die Triebwerke heruntergeregelt werden, um die maximalen Beschleunigungen nicht zu groß werden zu lassen. Vielleicht macht SpaceX das aber auch durch nacheinander Abschalten der Triebwerke. Das würde dann eher zackig aussehen, jedes Mal, wenn ein Triebwerk abgeschaltet wird. Oder sie machen eine Kombination, wie bei den Höhenflugtests aus Runterregeln und Abschalten. Kommen wir zurück zum Super Heavy Booster. Der befindet sich nach der Triebwerksabschaltung auf einer ballistischen Bahn und ist noch weiter im Steigflug. Würde nichts weiter passieren, würde der Booster den höchsten Punkt seiner Flugbahn erreichen und dann erst zurück zur Erde stürzen. Dabei würde er rund 650 Kilometer entfernt vom Startplatz im Golf von Mexiko aufschlagen. Um die Flugrichtung umzukehren, dreht der Booster sich um fast 180 Grad. Warum um fast 180 Grad? Naja, wir wollen ja zurück zum Startplatz. Den weiteren Aufstieg zu unterbinden, würde die Flugbahn stark verkürzen und wir kämen nicht so sparsam zurück in die Nähe des Startplatzes. Also stellen wir den Booster nur entgegen der Horizontalkomponente der Geschwindigkeit und feuern so lange, bis die ballistische Flugbahn zurück zum Startplatz führt. Nicht ganz zurück, denn laut dem FCC-Dokument erfolgt ja die Boosterlandung 32 Kilometer vor der Küste und nicht am Startplatz. Schöner als an den Bildern des FCC-Dokuments sieht man das an Eneas Graphen. Auf der Y-Achse ist die Flughöhe aufgetragen und auf der X-Achse die Distanz zum Startplatz. Wie man sieht, fliegt Starship weiter, während der Booster durch die Umkehrfeuerung die Flugbahn mit einer beherzten Kurve zurück in Richtung Start dreht. Dabei ist wie gesagt nur der Schub in horizontale Richtung sinnvoll. Runter kommt der Booster ja von alleine. Mit wie viel Raptoren, wie lange für diesen Umkehrschub gefeuert wird, können wir natürlich nicht sagen. Es sollte aber mit rund der Hälfte der Raptor-Triebwerke bei einer Brenndauer von 45 Sekunden und 450 Tonnen Treibstoff genug Schub erzeugt werden, um diese Bahnkorrektur durchzuführen. Dadurch drehen wir die Flugparabel um und der Booster fliegt weiter aufwärts, aber entgegen der vorherigen Flugrichtung. Sobald die Erdanziehung den Booster so weit abgebremst hat, dass er nicht weiter steigt, fällt der Booster dann zurück zur Erde und nimmt an Geschwindigkeit mit der Erdbeschleunigung zu. Was für Kräfte auf den Booster wirken, sieht man besser in einem weiteren Diagramm, das die Beschleunigung zeigt. Auf der X-Achse unten siehst du die Zeit in Sekunden bis zur Boosterlandung. Wir schauen uns hier also nur die letzten 5 Minuten bis zur Landung an. Auf der Y-Achse links ist die effektive Beschleunigung notiert. Zu ihr gehört die Linie in Blau. Die effektive Beschleunigung kannst du dir als eine Kraft vorstellen, die du spüren würdest, wenn du im Booster sitzt. Als Gegenbeispiel heißt das, die Erdbeschleunigung im freien Fall kannst du nicht spüren, obwohl sie dich ja permanent schneller macht. Bremst du Booster ab, spürst du aber sehr wohl eine Kraft. Und auch wenn der Booster dann wieder fest auf der Erde steht, dann spürst du dann doch die Schwerkraft, nämlich als permanente Gegenkraft. Auf der Y-Achse ganz rechts ist die Geschwindigkeit dargestellt. Zu ihr gehört die Linie in Rot. Wir starten kurz vor dem Punkt, an dem der Booster seine Umkehrfeuerung startet. Hier hat der Booster noch eine Geschwindigkeit von fast 2500 Metern pro Sekunde, also etwa 9000 km/h. Da alle Triebwerke aus sind, wirkt nur die Schwerkraft auf ihn und so befindet sich die Linie auch in einem Abwärtstrend, da die Erdbeschleunigung ihn ja jede Sekunde langsamer macht. Nach knapp 20 Sekunden ist der Booster gedreht und wir starten die Umkehrfeuerung. Der Schub der Raptoren macht sich in dem blauen Beschleunigungsausschlag zwischen Sekunde 20 und 60 bemerkbar und führt direkt zu einer dicken Abwärtsdelle in der roten Linie der Geschwindigkeit. Da der Booster Treibstoff verbraucht, wird er leichter und die Beschleunigung nimmt so bei gleichbleibendem Schub zu. Aber diese Beschleunigung soll ja nicht nur bremsen, sondern den Booster auch wieder zurück in Richtung Startplatz beschleunigen, weswegen die Geschwindigkeit ab etwa Sekunde 50 wieder zunimmt. Sobald die Triebwerke abschalten, wirkt nur noch die Schwerkraft auf den Booster, weswegen die Kurve der Geschwindigkeit weiter fällt, bis wir bei etwa Sekunde 130 ein lokales Minimum erreichen. Das ist also der Punkt, an dem ein geworfener Apfel nicht weiter steigt, sondern wieder fällt. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum die Geschwindigkeit dann nicht ganz null ist. Ja, das liegt daran, dass wir ja zusätzlich noch eine Horizontalgeschwindigkeit haben, die uns weiter Richtung Start zurückbefördert. Auf diese Horizontalgeschwindigkeit hat die Erdanziehung mit ihrer senkrechten Komponente keine Auswirkung.
Nach diesem lokalen Minimum steigt die Kurve durch die Erdanziehung wieder. Der ungebremste Fall macht den Booster dann kontinuierlich wieder schneller. Um das nicht zu wild zu treiben und den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sanfter zu gestalten, gehen wir eigentlich davon aus, dass der Booster vor Erreichen der dicken Atmosphärenschichten einen Re-Entry-Burn durchführt. Das kennen wir schon von der Falcon 9. Interessanterweise hat Elon mal getwittert, dass Super Heavy keinen Re-Entry-Burn benötigt. Da dann bei dem schlagartigen Abbremsen beim Aufprall auf die dichten Atmosphärenschichten Beschleunigungen von über 10 g auftreten dürften, können wir uns das eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Schließlich kommen diese Beschleunigungen nicht koordiniert aus den Triebwerken, sondern die Luft reißt an allem, was dem Booster ihr entgegensetzt. Unser Ansatz wäre, mit einer beherzten Triebwerkszündung mit etwa 20% des möglichen Gesamtschubs der 28 Raptoren den Booster deutlich langsamer zu machen. Das sieht man dann kurz nach Sekunde 260. Dieses Manöver würde dann etwa 80 Tonnen Treibstoff kosten. Ab diesem Punkt fällt der Booster dann weiter im freien Fall durch die Atmosphäre und wird unter Zuhilfenahme der Gridfins seine Ausrichtung steuern. Wie schnell die Kräfte durch die dicker werdende Atmosphäre größer werden, zeigt der Beschleunigungshügel nach dem Re-Entry-Burn. Der Anstieg kommt zustande, weil die Atmosphäre schlagartig dicker wird und so einen große Bremswirkung hat. Sobald dann die Bremswirkung der Atmosphäre stärker ist als der Dichtezuwachs der Atmosphäre, wird die Beschleunigung dann geringer. Den letzten Ausschlag, den wir sehen, ist dann der Landing Burn, der den Booster so weit abbremst, dass er sanft auf der Landeplattform aufsetzen kann. Ab diesem Zeitpunkt ist dann die Geschwindigkeit null, aber da die Schwerkraft den Booster ja auf die Plattform drückt, bleibt die Beschleunigung bei 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat stehen. Wie akkurat SpaceX diese Steuerung mittlerweile beherrscht, sollte allgemein bekannt sein. Das zeigen auch die letzten Boosterlandungen auf Droneships. Eine punktgenaue Landung schon beim ersten Flug wäre also durchaus möglich. Auch das sage ich sehr oft, aber über diese Fähigkeiten verfügt niemand sonst auf der Erde außer SpaceX. Kein Land, keine Firma kann aktuell Orbitalbooster gesteuert landen, geschweige denn mit der Präzision von SpaceX. Aber zurück zu unserem herabstürzenden Super Heavy Booster des ersten Starship Orbitalflugs. Für den Landing Burn, also das Abbremsen direkt vor der Landung, zünden dann nochmal erneut die Raptoren. Für dieses Manöver wird dann relativ wenig Schub benötigt, etwa 15% des möglichen Gesamtschubes, was dann nochmal 20 Tonnen Treibstoff verbrauchen würde. Mit diesem Manöver würde der Super Heavy Booster dann hoffentlich möglichst sanft etwa 8 Minuten nach dem Start auf einer Landeplattform aufsetzen. Dabei braucht Eneas Modellierung, die sich am Falcon 9 Booster orientiert, etwa 20 Sekunden länger. Eine aggressivere Variante würde allerdings die Landung bei 495 Sekunden nach dem Start erlauben. Hier zündet Super Heavy wesentlich später und aggressiver in der Atmosphäre. Erst bei rund 35 Kilometern statt bei 50 Kilometern. Wie die endgültige Boosterlandung dann aussehen wird, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, man bekommt auch mit unseren Annahmen ein ganz gutes Gefühl für den Flug und seine Herausforderungen. Ja, aber was ist eigentlich mit dem Starship? Wir hatten das Starship ab der Stufentrennung allein gelassen und tatsächlich passiert nach der Zündung der drei Raptoren auch nicht mehr wirklich was bis zum Brennschluss. Die Avionik, also die Flugsteuerung, wird das Verhältnis von horizontaler zu aufwärtiger Beschleunigung regeln, um das Starship möglichst effizient auf seinen Zielorbit zu beschleunigen. Damit die Belastung durch die Beschleunigung nicht zu groß wird, werden die Raptoren dann vermutlich runtergeregelt. Oder sie werden, ähnlich zu den 10 Kilometer Testflügen, eines nach dem anderen abgeschaltet. Da hätten wir wieder das Plateau in der Beschleunigung. Wir geben hier ja bekanntlich den Tipp für den Orbit mit einer Apoapsis von 420 Kilometern und einer Periapsis von 69 Kilometern. Um diesen Elon-gerechten Orbit zu erreichen, verbraucht SN20 innerhalb von 345 Sekunden gut 600 Tonnen Treibstoff. Übrig bleiben lediglich knapp 20 Tonnen für die Landung nördlich von Hawaii im Meer. Parameter, die in dieser Flugphase dann das erste Mal richtig getestet werden können, sind das Raptorverhalten unter Vakuumbedingungen und auch die dauerhafte Zündung unter Volllast im Flugbetrieb. Richtig interessant wird es dann aber auf der anderen Seite der Erde, etwa 45 Minuten später. Schauen wir uns mal die letzten etwa 12.000 Kilometer an, beziehungsweise die letzten 37 Minuten auf dem Weg nach Hawaii. In diesem Graphen ist auf der Y-Achse die Flughöhe aufgetragen und auf der X-Achse die zurückgelegte Strecke. Die Null ist dabei an die Stelle gelegt, wo das Starship auf seinem Orbit das erste Mal nach Erreichen der Apoapsis bei 420 Kilometern Höhe die Höhe von 200 Kilometern unterschreitet. Noch befinden wir uns auf der Orbitalbahn, die das Starship auf seinem Kurs um die Erde führen möchte. Der tiefste Punkt mit 69 Kilometern Höhe liegt in unserem Modell noch etwas voraus, weswegen die Flugbahn noch abwärts gerichtet ist. Würde es die Erdatmosphäre nicht geben, würde das Starship nach Erreichen der Periapsis, also dem erdnächsten Punkt bei 69 Kilometern Höhe, mit der gleichen Steigung, mit der es vorher abwärts geflogen ist, wieder steigen. Da die Erde aber zum Glück eine Atmosphäre hat, auch wenn wir nicht sonderlich gut mit ihr umgehen, wird das Starship ab etwa 6000 Kilometer deutlich abgebremst. Und das, obwohl wir noch mit der Nase voranfegen, also sehr windschnittig in die Atmosphäre eintauchen. Sobald die Steuerflächen dann genug Wirkung erzeugen, um das Starship mit dem Bauch entgegen der Flugrichtung zu stellen, steigt der Luftwiderstand dann deutlich. Das führt dann natürlich zu einer stärkeren negativen Beschleunigung.
umgangssprachlich auch Abbremsung. Das sieht man am besten an einem weiteren Graphen. Hier ist wieder auf der X-Achse die Entfernung bis zum Ziel vor Hawaii aufgetragen und auf der Y-Achse die Beschleunigung, die das Starship erfährt. Da wir uns auf den ersten 6000 Kilometern im freien Fall befinden, wir sind ja noch auf der Orbitalbahn unterwegs, gibt es noch keine nennenswerte Beschleunigung. Wir sind ja schwerelos. Ab 6000 Kilometern sehen wir den Einfluss der Atmosphäre deutlicher. Sobald das Starship bei 7500 Kilometern seinen Bauch entgegen der Flugrichtung stellt, nimmt die Beschleunigung dann sprunghaft zu. Um nicht zu hart auf die Atmosphäre zu klatschen, kann das Starship mit Hilfe der Steuerflächen auf der Erdatmosphäre quasi ditchen und damit Geschwindigkeit abbauen. Kinetische Energie wird dann zu thermischer Energie. Mit dem Ausrichten und Neujustieren der Steuerflächen kann der weitere Eintritt in die Atmosphäre sehr sanft erfolgen. Die Simulation von Aeneas bleibt dabei bis zur Landung deutlich unter 2G. Zum Vergleich, die stärksten Beschleunigungen, die es auf deutschen Achterbahnen gibt, entsprechen etwa 4G. Dieses sanfte Abbremsen muss kein Ziel von SpaceX sein, wäre aber bei einem 420x69 Kilometer Orbit durchaus möglich. Für diesen sanften Wiedereintritt bräuchte das Starship ab der Kármán-Linie etwa 26 Minuten für eine Strecke von rund 7000 Kilometern. Vor Hawaii angekommen kommt jetzt der Teil, den wir ja schon aus den Höhenflugtests kennen. Jetzt, wo die Horizontalgeschwindigkeit zur Gänze abgebaut ist, fällt das Starship senkrecht Richtung Erde, ohne nennenswert Strecke zu machen. Da dieser freie Fall mit dem Bauch voran erfolgt, beträgt die Endgeschwindigkeit 1 Kilometer über dem Wasser etwa 80 Meter pro Sekunde. Erst beim Bellyflop, dem Drehen des Starships und dem Zünden der Raptoren entgegen der Fallrichtung wird die Beschleunigung dann noch einmal kurz ansteigen. Um die sanfte Beschleunigung fortzusetzen, werden hier rund 10 Tonnen bzw. gut 200 Meter pro Sekunde Delta V verbraucht. Genau diese Landung soll jetzt bei diesem ersten Orbitalflug noch nicht auf Land oder auf einer Schwimmplattform erfolgen, sondern weich im Meer. Es wird auch auf dem Discord viel darüber diskutiert, ob SpaceX nicht ja vielleicht doch noch das Starship landen möchte, um es auszuwerten. Ja, ich denke, wenn sie schon in dem FCC-Dokument sagen, sie wollen es soft im Meer landen, dass sie das dann auch tun werden. Wir erinnern uns, bei den ersten Landeversuchen der Falcon 9 Booster wurden diese auch erst kontrolliert soft im Meer gelandet. Mir erscheint das auch sinnvoll. Schließlich gefährdet die Landung so einer Rakete ja auch die Landeplattform. Meine Einschätzung ist auch, dass selbst wenn die Landung im Meer weich gelingt, das Starship umfallen wird. Das wird dich jetzt vielleicht enttäuschen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das Starship dieses Umfallen überleben würde. Eine 50 Meter hohe Blechdose ist bei einem Umkippen und Aufschlagen auf die Wasseroberfläche Querkräften und Biegemomenten ausgesetzt, ja, für die es einfach nicht konstruiert ist. Die Daten, die während des Fluges gesammelt werden, können ja dann hoffentlich vorher per Funk übermittelt werden. Was meinst du denn? Würde ein weich auf dem Wasser aufsetzendes Starship ein anschließendes Umfallen überleben? Schreib mir doch gerne unter dem Video. Ein weiteres Video über Hydrostatik und stabiles Schwimmverhalten? Ja, bin ich ja sowieso noch schuldig. Langsam wird meine Liste an Videos, die ich noch machen möchte, immer länger und länger. Durch die neuen Entwicklungen in der Raumfahrt scheint auch kein Ende in Sicht. Aber das ist ja was Gutes, denn uns erwarten weitere spannende Themen und Missionen in der Raumfahrt und ja, so auch spannende Senkrechtstarterfolgen. Alles, was ich euch heute erzählt habe, muss, ich wiederhole mich da, ein bisschen mit Vorsicht genossen werden. Ja, wir haben hier nur versucht, einen plausiblen Test zu beschreiben. Auch wenn wir mit den Rahmenparametern vielleicht richtig liegen, so kann SpaceX den Flug auch ganz anders planen. Alles, was ich vorgetragen habe, sind begründete Annahmen. Nicht mehr. Und auch wenn ich SpaceX sehr viel zutraue, kann der Test dennoch gehörig in die Hose gehen. Allein schon der Start selbst könnte katastrophal wie die Versuche der N1 enden, wenn die Triebwerke einen harten Start hinlegen oder Pogo-Effekte die Rakete kaputt schütteln. 28 gleichzeitig feuernde Raptoren überhitzen sich und explodieren, die Stufentrennung kann misslingen, beim Wiedereintritt kann das Hitzeschild versagen, die Steuerklappen können ausfallen und SN20 taumelt. Ja, und das sind nur ein paar Dinge, der bestimmt 1 Million Dinge, die bei so einem Flug schiefgehen können. Ich würde mich wirklich freuen, wenn alles auf Anhieb klappt, aber wenn man bedenkt, dass dort etwa 4000 Tonnen Treibstoff starten sollen, würde ich mir wünschen, SpaceX testet Starship und Super Heavy nochmal im kleinen Rahmen. Denn ja, das Gerücht geht um, dass angeblich der nächste Flug, den wir in Boca Chica sehen werden, Richtung Orbit gehen soll. Ganz großes Dankeschön geht wieder an Aeneas für seine Simulation und die Hilfe bei dieser Folge. Und natürlich an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Letzte Woche dazugekommen sind Frank Hinkelmann und Alex. Vielen Dank dafür. Ihr helft mir, dass es jede Woche eine neue Folge von Senkrechtstarter gibt und wir alle gemeinsam mehr über die Raumfahrt lernen. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Und wenn du keine weitere Folge von Senkrechtstarter mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.